Freunde der Nacht, unser zweites Halloween. Sie hört sich mal wieder. Ja, was soll ich sagen? Wir haben eine Location rausgesucht, die bei Tage sehr friedlich ist. Und bei Nacht ist sie komplett anders. Komplett. Wir haben zuerst eine Begehung gemacht von der Örtlichkeit. Also ein sehr großer Teil der Örtlichkeit. Und haben bei der Begehung dann natürlich auch zwei Mitbürger gefunden, die, naja, ich sag mal, sie haben ihren Rausch ausgeschlafen. Sie waren nicht mehr so ganz agil. Nach der Begehung haben wir dann die Örtlichkeit gefunden, wo wir die PU machen wollten. Haben dort angefangen aufzubauen. Die Stimmung war irgendwie komplett anders. Ja, wie sie sich geändert hat, würde ich sagen, schaut es selber an. Also ich bin nicht verkleidet, das ist normal. Ne? Also nicht, dass jetzt so hier der Schock des Lebens bekommt oder so. Ne? Aber du so am Rande. Nee. Schaut euch an, was alles war. Es kam einiges, wo uns im Nachhinein bei der Auswertung stellenweise der eiskalte Rücken gelaufen ist. Aber seht selbst. Dankeschön. Danke. Wie immer, wir haben noch nicht angefangen. Dankeschön. So, ist jetzt jemand? Ja. Ja. Dankeschön. Ist das dein Grab? Ich mach mal, das aus ist. Ist das dein Grab, wo wir jetzt sitzen? Wir sind heute Abend hierher gekommen, um uns mit euch zu unterhalten. Wir machen nichts kaputt. Wir verschmutzen nichts. Wir sind die besten Absichten hier. Wir wollen nur mit euch reden. Macht das nochmal aus. Bitte. Danke. So, wir haben es. 3 K2s und 5 Belcher da stehen. An die Belcher können da dran. Die leuchtet dann bunt, wie man es eben gesehen hat. Und wenn er eins von deinen Geräte. Ja. Dankeschön. Oh. Als erstes wollen wir uns nur bedanken, dass wir hier sein dürfen. Wie gesagt, wir kommen in gute Absichten.
stellen wir uns mal noch vor. Mein Name ist Gabi. Ich bin die Andrea. Ihr könnt uns auch gerne laut ins Mikro von der Kamera reden. Das sehen wir dann, wenn wir zu Hause sind. Wer ist denn jetzt alles hier? Hier am Grab in der Familie Dreser, Friedrich und, oh Gott. Elise Dreser und ein Rudolf Dreser. Ja. War das jetzt jemand von euch, wo es welche angemacht hat? Wenn ja, könnt ihr es gerne noch mal berühren. Sie machen ein paar Stoppeln. Kannst du noch mal Bilder zum Leuchten bringen, bitte? Dankeschön. Okay. Ist das okay, dass wir hier sind, an deinem Grab, oder? Wir deuten, wenn das Bällchen angeht, als ein Ja. Erst das Bällchen mal nochmal ausgehen, entferne dich mal nochmal bitte von dem Bällchen. Sonst können wir uns ja nicht unterhalten. Bist du die Frau, die das Bällchen berührt? Oder bist du der Mann? Also bitte noch mal ein Bällchen zum Leuchten bringen. Oder red uns einfach ganz laut deinen Namen auf die Kamera. Da die Andrea und ich, wir haben einen kleinen Kasten mit Licht in der Hand. Dann kannst du dich auch gerne nähern. Und auch mit Wunderlicht, da passiert Ihnen nichts. Dankeschön. Danke. So wie das Grab aussieht, bekommt ihr ja keinen Besuch mehr, ne? Sind hier generell viele Leute unterwegs in dem Park, Friedhof? Okay, danke. Okay. Freut ihr euch darüber oder ist das euch zu viel? Hättet ihr lieber eure Ruhe? Freut ihr euch? Dann lasst bitte noch mal ein Bällchen ausschlagen. Oder ist euch das zu viel? Wollt ihr lieber eure Ruhe? Oder ist es egal? Ist das jetzt hier überhaupt jemand von dem Grab, wo das Bällchen zum Leuchten gebracht hat? Na! Furchtbar! Oh. Kannst du uns mal deinen Namen auf die Kamera sagen, bitte? Wie viel von euch Seelen sind denn jetzt überhaupt hier? Also wie gesagt, ihr braucht vor uns keine Angst zu haben. Vor den Geräten oder Bällchen oder die
Kästchen mit dem grünen Punkt, die tun euch nichts. Die können euch nicht wehtun. Das würde man auch nicht machen. Ihr braucht bei uns keine Angst zu haben. Ihr habt den Vorteil, ihr seht uns, wir können euch aber nicht sehen. Wir können nur Berührungen spüren wir. Oder halt über die Geräte oder nachher das Gerät, das Sascha dann anmacht, dass es euch eine Stimme gibt. Darüber können wir euch hören, aber ansonsten nicht. Sehen können wir euch leider nicht. Es sind heute auch wieder sehr viele Stechmücken unterwegs. Kannst du das Bällchen noch mal berühren, bitte? Ihr habt den Vorteil, ihr sitzt zu Hause und guckt euch das an. Ich werde verstorben. Wir laden euch ein, alle hierher zu kommen. Wir wollen uns wirklich nur mit euch unterhalten. Wirklich nur mit euch unterhalten. Und etwas über euch erfahren. Wir sind ja lauter alte Grabstätten. Viele sind schon weggemacht. Wir haben gerade eben von einem Besucher gehört, dass hier noch ein Kind liegt, das mit einem Jahr gestorben ist. Kennt ihr das Grab von dem Kind? Lass mal bitte Bälge ausschlagen. Oder geht in das Gerät mit dem grünen Punkt. Also das... Entschuldigung. Also nochmal. Kennt ihr das Grab von dem Kind, das mit einem Jahr gestorben ist? Oben beerdigt ist. Also man hat uns gesagt, dass ja, wie nennt man das eigentlich? Das jüngste, die jüngste Person, die hier liegt, ist ein Kind von einem Jahr und die älteste ist 101, gell? Mhm. Kennt ihr die beiden Gräber? Ihr euch jetzt nicht mehr an die Bildung. Ihr dürft gerne alle hierher kommen. Ihr dürft uns auch berühren, wenn ihr das wollt. Ihr dürft uns auf die Kamera reden. Krankenwagen. Also vom Gefühl her sage ich, dass rechts von mir am Baum jemand steht. Traust du dich auch herzukommen? Mach die Kamera. Noch mal zu uns, bitte. Guck mal, schalt das auch ein bisschen weiter weg. Dann brauchst du nicht zur Nase kommen.
Wer traut sich denn jetzt nochmal ein Bällchen ausschlagen zu lassen? Vielleicht ist auch das Kind hier. Das kann gerne mal ein Bällchen berühren. Wäre es euch lieber, wenn wir das Gerät holen, mit dem wir uns zusammen unterhalten können, dass euch eine Stimme gibt? Oder wären euch die Ruten lieber, wenn wir auch ein Bällchen ausschlagen lassen? Ihr kennt uns doch. An einem anderen Ort, wo wir waren, auf einem Friedhof, wurde sogar unser Teamname gesagt. Also kennt ihr uns doch. Ihr braucht für uns keine Angst zu haben. Hintergrund ist der Sascha. Den kennt ihr auch. Also ich merke, dass rechts am Baum jemand ist. Traust du dich mal her? Warum sind die Bällchen jetzt so ruhig? Oder warum ist es generell im Moment so ruhig? Habt ihr für etwas Angst? Oder sind wir hier nicht richtig? Sollen wir an einen anderen Ort gehen? Ich würde sagen, wir beenden mal. Da können wir uns einmal hinsprühen. Und wir gehen mal an einen anderen Ort. Ihr dürft gerne einen mitkommen. Kannst du noch einmal für uns die Bälle ausschlagen lassen? Eins wenigstens. Dann gehen wir auch. Nicht? Okay, du musst auch nicht. Ach, wenn du nicht willst. Okay, bis gleich. Ja, in dieser Szene habe ich mich mit Andrea dann vor das Grab gesetzt. Und wir haben versucht, die Kontaktaufnahme über die Bällchen, EVP und K2 zu suchen mit den Seelen. Ich muss sagen, bis zu dem Zeitpunkt war eigentlich noch alles recht in Ordnung. Haben wir gedacht. Wir haben dann beschlossen, etwas weiterzuziehen. Und da dieser Ort leider rege besucht ist, auch im Dunkeln, wussten wir nicht so ganz, von wo kommen jetzt Schritte, weil wir haben Schritte gehört. Wir wussten jetzt allerdings nicht, ist es menschlich, ist es was anderes. Und man hat auch gemerkt an uns, wie sich die Stimmung allmählich ändert, allerdings eher also vom Positiven ins Negative. Wie ihr gesehen habt, wir sind dann weitergegangen an den Obelisken, haben probiert, ob wir vielleicht da mal was einfangen. Was ich schlimm finde im Nachhinein oder komisch finde für uns ist, dass wenn man dann die Auswertung macht, und man da hört, wie wir eigentlich aus Einrichtungen gewarnt werden und es eigentlich immer nur noch heißt, geht, packt ein, dass man das halt eben vor Ort nicht hört. Das ist halt das Schlimme, weil man dann halt auch wirklich nicht drauf eingehen kann. Es war ja nur gewesen, wo man selber festgestellt hat, so langsam, dass die Stimmung nur noch ins Negative tendiert hat, dass halt das Unwohlgefühl aufgekommen ist. Und
Na, wie du sagst, man nimmt es nicht wirklich wahr, was rauskommt. Es ist halt wirklich vor Ort sehr schwer zu verstehen. Aber was sie uns alles gesagt haben, war noch nicht alles. Da kommt definitiv noch mehr. So, hallo. Hallo. Jetzt sind wir mal ein bisschen weiter gewandert. Wer ist denn jetzt hier von euch? Ich? Ja, wie ist dein Name, wenn man mal fragen darf? Und wie viele sind jetzt hier? Zwei. Das hat eben so gut mit dem Bällchen geklappt. Mag vielleicht mit euch noch mal jemand dran? Wer war das, wo sich eben bei der Gabi und Andreas so aktiv gemeldet hat? War das irgendjemand von dem Grab, an dem wir waren? An dem Grab, ja, wo die Gabi und die Andrea waren. Also wenn ihr wollt, könnt ihr uns mal ganz laut euren Namen verraten. Oder wir machen das mal umgekehrt. Könnt ihr unsere Namen sagen? Wer ist denn das neben mir? Hat ja mehrere Ebenen. Könnt ihr uns sagen, auf welcher Ebene wir uns jetzt befinden? Die Schritte, wo man hört, ist die Gabi. Also nichts Unnormales. Na, die kommt gleich. Die hat sich, tut sich vorbereiten, dann macht die gleich mit euch auch noch was, ja? Ja. So, auf welcher Ebene befinden wir uns denn? Also ihr habt nochmal Mücke hier, das ist der Wahnsinn.
Ja, irgendwie verfolgt uns das mit der Mücke. Es geht schon wieder los. Kann mir mal einer verraten, seit wann es diesen Friedhof gab? Bitte lauter, nicht so flüstern. Oder wann der letzte hier beerdigt wurde. Das hat ja letztens wunderbar geklappt mit dem Gerät, wo ich in meiner Hand habe. Ist noch mal jemand hier, wo es vielleicht mal zum Rotleuchten bringen will? Passiert euch nichts, die könnt ihr ruhig testen, ja? Grün, ja. Das Licht ist grün. Okay, der Nightshot spinnt, Moment. Mhm. Probieren wir mal so. Kann sich mal jemand von euch laut bemerkbar machen? Stelle. Kann es sein, dass wir hier falsch sind? Ja, unterhalten wir euch eher so miteinander, kann das sein? Könnt ihr uns vielleicht sagen, wo wir hin sollen? Kommen auf den anderen und das andere Grab.
Lehmann. Lehmann. Berge. Er läuft denn hier auf der linken Seite rum? Ist so ein eingezäuntes Grab. Ist das jemand von euch? Ja, es kommt er hier von dem Weg. So, die Karte leuchtet mal. Ja, die Schritte. Ist das jemand von euch? Habe ich jetzt noch mal weiter vorbereitet? Gabi, ja, die Gabi. Ja, die ist da. Weißt du was? Wir holen jetzt mal alles. Okay. Gehen wir weiter hier. Das ist so irgendwie ganz komisch zu erklären. Sollen wir das mal so machen? Ja, okay. Wer flüstert denn da so? Flüstern, ich schließe. Okay. Ich hol mal das Zeugs und gehen wir mal ein Stück weiter. Lass mal, die räumen wir gleich. So. Und gehen wir da an das. Und mal hier. Oder hier. Was meinst du? Mitte drin? Ja, pass auf. Ich brauch nichts mit zu essen. Geh du mal als hin, wo du meinst. Hast du? Andrea, die Hammer, wunderbar. So, ist hier Pep. Ja, ich mach mal so. Okay. Ist das hier besser? Ihr dürft nicht so flüstern, das verstehen wir nicht richtig. Wer flüstert denn hier so? Ja, da hinten.
Wohinter? Das ist hinten dran. Steht. Ja, was steht da denn? Steht ihr hinten dran? Gabi ist auch mal etwas näher gekommen. Ist das ein Tier hinter uns oder ist das jemand von euch? Oh, nicht so durcheinander. Entschuldigung, wir verstehen nicht immer alles sofort. Okay, ja. Aber ihr wisst ja, ihr habt immer die Möglichkeit, uns zu sagen, was ihr wollt und könnt. Und ihr könnt uns auch sagen, dass wir wieder herkommen sollen. Gabi sagte eben, sie hat verstanden, hinter der Hecke. Wer ist hinter der Hecke? Hat er leider alles voll Stöckscher und keine Ahnung. Irgendwie gruselig. Ja, die Gabi ist da. Ja, seid ihr nicht gewohnt, dass die Gabi dabei ist, ne? Ruft mal ganz laut die Gabi und dann kommt die bestimmt. Ruft mal ganz laut die Gabi. Was ist denn jetzt hier alles dabei? Wie viel seid ihr denn jetzt hier? Drei? Thank you.
das dritte Mal 3, ne? Also wenn wir richtig gehört haben, 3 Stück seid ihr. Wie lange seid ihr schon hier? Anders gefragt, warum seid ihr noch hier? Gehört ihr hier zum Friedhof? Oder wollt ihr damit sagen, dass wir 3 sind? Ja, 3. Wir 3, ja. Das sind wir. Ja, genau. So. Wir 3 sind ein Team, ne? Und wer seid ihr oder zu wie viel seid ihr hier? Mal gerade so eine Frage nebenbei. Wisst ihr, wie das Team sich nennt? Hand mal jemand nähern. Das tut nicht weh, das leuchtet nur rot und piepst. Oh ja, Leute, guck euch mal das T-Shirt an, weil ich krieg eine Haltungsschade. Was ist so schlimm? Um das Grab hier hinter uns hat sich auch schon lange keiner mehr gekümmert, oder? Das soll da leider keine Angehörigen mehr leben. Ich habe hier eine Altstadt. Passt vielleicht jemand auf, dass ihr nicht erzählt. Das ist ja ein ganz alter Friedhof. Habt ihr mitbekommen, dass sie hier quasi wie so ein Parkhaus gemacht haben? Thank you.
wenn ja, wann wurde das denn gemacht, dass das ein Park ist? In welchem Jahr war denn das? Ich habe eben schon mal gefragt, wann wurde hier denn der Letzte beerdigt? Oder die Letzte? Frage ich mal so, das heißt, man sagt ja immer, dass so Friedhöfe immer jemand haben, der aufpasst. Ist das hier auch der Fall? Ja. Ich muss mich gerade stellen. Ich spreche mir das gerade. So habe ich das eben richtig verstanden. Hinter der Hecke bist du. Meinst du diese Hecke hinter uns? Wer bist du denn? Wie heißt du denn? Hier noch jemand auf dem Friedhof? Oder woher kommen die Schritte? Es ist jetzt mitten in der Nacht. Ich glaube nicht, dass hier noch jemand rumläuft. Oder ist das jemand von euch? Ja, ich habe ganz gut gespielt. Wer ist euch lieber, wenn wir gehen würden? Also sind wir hier nicht erwünscht, ne? Ne, mit Dämon fangen wir nicht an. Wir sind Freunde, jawohl. Aber wenn ihr wollt, dass wir gehen, gehen wir. Sagt mal bitte, sollen wir gehen? Wäre es euch lieber, wenn wir gehen? Sind wir hier nicht sicher? Ganz ungutes Gefühl. Könnt ihr uns sagen, ob wir hier sicher sind oder nicht? Oder möchte der Wächter von dem Friedhof nicht, dass wir hier sind? Aus unserem ganz Gebiet. Thank you.
Okay, ihr Lieben, jetzt haben wir uns schon das dritte Mal aufgefordert zu gehen. Der Sascha kommt noch. Nein, Sascha kommt nicht. Ihr hört mich nur, das reicht. ihr Lieben, wäre es okay, wenn wir an einem anderen Tag wiederkommen? Dürfen wir wiederkommen? Sag bitte mal ja oder nein. Oder wollt ihr lieber eure Ruhe? Habe ich das richtig verstanden? Eine Kerze einfach so mitbringen? Wo kommen wir denn her? Kerze? Haben wir noch nicht gesehen. Sollen wir euch dann wieder eine Kerze mitbringen, wie das letzte Mal? Ja, wieder zwei Stück. Die dunkle Stimme. Wer ist denn die dunkle Stimme? Ist das der Wächter von dem Friedhof oder der Aufpasser? Verlassen, ja. Wir verlassen. Ja. Ist okay. Warum machst du? Da bedanken wir uns bei euch, dass wir hier sein durften. Und wir hören uns das zu Hause an und eventuell kommen wir wieder, wenn ihr das wollt. Könnt ihr jetzt noch was sagen, ob ihr nochmal kommen sollen oder ob wir lieber verlassen? Ja, schon bitte. Ob wir nochmal kommen dürfen oder nicht. Und danach halten wir uns. Ja, wir machen das jetzt ganz einfach. Wir lassen das Gerät jetzt noch kurz laufen. Da könnt ihr uns das sagen, ob wir nochmal kommen dürfen. Ja, oder könnt ihr euch so noch austoben und sagen, was ihr noch sagen wollt. Und dann tun wir uns noch gleich nochmal kurz hören. Ja. Okay, bis gleich, ihr Lieben. Thank you.
das immer noch mal. Wenn ich dann da her. Gut, bleib doch gerade stehen. So, ihr Lieben. Wir kommen dann eurem Wunsch nach. Ich hoffe, ihr habt uns noch was mitgeteilt. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr möchtet, dass wir wiederkommen, könnt ihr euch äußern. Und dann, denke ich, werden wir uns dann wieder hören. Ja, geht. Wir gehen gleich. Ja. In diesem Sinne, wünsche ich euch viel Spaß. Ja. Der Zuschauer, ne? Naja, klar. Das hat ja mehr angehört. Ich mache hier mal aus. Das machen wir erstmal hier. Tschüss, ne? So, tschüss. 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 Ja, ja. So. So, wie ihr selbst gehört habt, sind wir jetzt nicht mal mehrmals aufgefordert, können. Man soll hier weg, soll er verlassen und weiß nicht, was sie alles noch gesagt haben. Gut, ihr wisst schon. Ihr wisst es schon, wir noch nicht. Aber wir sind halt so, dass man genau wie damals an der Gruft. Wir respektieren das. Genau. Es ist halt, wir sind nur dahergekommen, muss man ganz ehrlich sagen, weil es ein vielfacher Wunsch von der Zuschauer war, nur einen Friedhof zu machen, wo wir uns eigentlich die ganze Zeit vehement gewehrt haben. Weil wir halt der Meinung sind, dass die letzte Ruhestätte, ich will auch nicht haben, dass einfach in ein Wohnzimmer kommt, Platz da drin macht, so lautes Ding an, kreischt und geht rum. Jo. Also gut, kreischt tun wir einfach, aber. Es ist halt laut. Ne? Es ist laut, ne? Und ja, eigentlich wollte man es nicht, wir haben es jetzt halt gemacht. Aber je nachdem, was da rauskommt, vielleicht noch irgendwo, aber eher nicht, würde ich sagen. Eher nicht. Wir lassen hier letzte Ruhe, so wie es heißt. Letzte Ruhe. Lassen wir noch. Das ist auch die ganze Geräuschkulisse hier rum, die Schritte und Hinweise, das was jetzt wirklich wie, so vehement ist. Stellenweise habe ich hier gemeint, die stehen hinter mir. Ja. So laut war das gewesen und ich habe relativ ruhig gestanden. Also. Okay, in diesem Sinne, ihr Lieben, wir hoffen, dass man ein bisschen was anfangen konnte. Und bleibt gesund. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Kommentiere, like und Abo nicht vergessen. Das vergesse ich immer wieder. Oh, jetzt wird er energisch. Also so geht's hier nicht weiter. Der Chef. Gut, alles klar, so, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Tschüss. So. Was ja alles vorgekommen ist, habt ihr jetzt ja schon gesehen. Was halt zu erwähnen ist, ich war vor Ort der Meinung, mein Kreuzweh kam von der, naja, nennen wir es ungewohnten Haltung. Aber das Kuriose, was jetzt im Nachhinein, wo wir das Ganze mal durchgesprochen haben, festgestellt haben, oder was ich festgestellt habe, ich bin dort weg, die Gabi ist an meiner Position, ich bin 3 Meter gelaufen, bin nochmal zurück, mein Kreuzweh war weg. Also ich habe keine Kreuzschmerzen mehr, gar nichts. Hier war, als wenn nie was gewesen wäre. Und halt, das ist was so im Nachhinein so leichtes Gedenke gibt halt. Ne? Gut, wir haben auch dort viele Schritte gehört vor Ort. Also ihr wart jetzt zuerst alleine vor dem Grabstein, der praktisch die Andrea wie gerufen hat. Die Andrea wollte unbedingt dorthin, an das Grab. Das kam ja auf die Meldung. Ja, hier, ja, ne? Und ich weiß nicht wie viel Mal um das Grab rum mit der Taschenlampe, weil man hat das wirklich so deutlich gehört, diese Schritte, diese Unruhe um das Grab. Die war ja quasi, als wenn neben dir jemand läuft. Ne? Genau, aber wie gesagt, gesehen habe ich nichts. Was es war, weiß ich nicht. Es können Besucher gewesen sein, weil man muss wirklich sagen, dieser Park, was es ja jetzt ist, es war ja früher Friedhof, ist jetzt mittlerweile ein Park und der ist sehr rege besucht in der Nacht. Das ist ein Umschlagplatz gewisser Sachen, die nicht so legal sind. Das ist halt dort, ist halt so, ist auch bekannt. Ja, aber wie gesagt, wie ihr schon gesagt habt, man hört halt nicht
alles oder versteht nicht alles. Ne? Es ist halt, für uns ist es gut, sag ich mal so, dass man nicht alles versteht. Weil ich weiß nicht, wie man soll sich halt nicht darauf hinlassen, dass er uns warnt, sag ich mal so, wenn man reagiert ja dann ganz anders. Aber im Nachhinein war das ja sehr deutliche Hinweise. Ne? Vor allen Dingen, wer alles gewarnt hat. Ja, also. Und ich stelle mir das für die andere Seite irgendwie, ich weiß nicht. Ist wahrscheinlich Haare raufen dann für die andere Seite, die uns warnt, aber wir ja quasi nicht drauf reagieren, nicht drauf hören. Ja, das ist schon. Vor allem, es waren ja überwiegend Familienmitglieder. Im Sascha sein Freund wieder, es kam Oma, es kam der Peter wieder. Also es war jetzt nicht einfach so dahingesagt, es waren wirklich namentlich die Familienmitglieder, die uns gewarnt haben zum Gehen. Mein Opa war dabei gewesen. Ja. Ob sie uns jetzt gewarnt haben vor einer Seele, die das nicht wollte, sogenannten Wächter, oder ob das die zwei waren, die wir am Anfang auf der Bankboden überall liegend gefunden haben. Ja, hat sehr unschön ausgesehen. Ja, wir sind da dran vorbei, also, die haben das gar nicht mitbekommen. Was ich noch mal sagen, wie wir nachher zusammengebaut haben, tauchten auch hinter dem Grab Lichter auf. Taschenlampenlichter. Ja, ja. Also ist hier nur mit Sicherheit einer dort gewesen, der seit wann der dort war, wissen wir nicht. Weil das hat sich alles hinter unserem Rücken abgespielt. Gut, das ist ja halt immer, man guckt ja ins Stockfinstere. Also ich meine, für uns ist es, wenn wir vor der Kamera sind, wenn wir die Untersuchung durchführen, halt euch einfach mal die Hand presst vor die Augen, das sehen wir, was hinter der Kamera passiert. Also ich kriege das gar nicht mehr. Nee, ach, durch die Lichter, ne? Da, wo wir angestrahlt wären, man kann nicht ins Dunkle gucken. Ja. Und wie gesagt, das war ja auch alles hinter uns. Ja, ja. Also wir haben im Rücken zu dem Licht, sage ich jetzt mal, gestanden. Das haben wir erst gesehen, wie wir zusammengepackt haben, uns rumgedreht haben, dass dort ein Licht war. Ich hätte sogar gesagt, da ist ein Licht, in dem Moment ist es Ausgang. Man hat auch nichts gehört, man hat keiner gegen gehört oder man hat gar nichts gehört. Ne? So, also ich denke, dass wir eher vor was Lebendem gewarnt worden. Also ist meine Vermutung, ne, dass es vielleicht die zwei waren oder wieder irgendwelche Deals dort. Keine Ahnung, wie war es der Park sehr bekannt dafür, ja, dass da nicht so ganz legale Machenschaften. Man muss ja sagen, der hat, ich glaube, ohne die Betrieb 7, 8 Eingänge. Also man kann nicht sagen, ja, wir stellen uns da hin, da ist ein Eingang, da ist ein Ausgang. Das haben wir im Auge, also da kann man von. Der hat auch drei Ebenen, dieser Park. Allein an der Stelle, wo wir waren, bin ich jetzt schon über 6 verschiedene Ecke beigekommen. Also uns ist auch alles, sind noch ganz alte Bäume, ganz alte Bücher, die auch noch stehen, die werden zwar gepflegt, aber da ist alles, man kann also nicht um ein Eck schauen. Geht dort nicht. Das geht nicht. Ne? Also man kann nicht einen Weg weiter gucken oder ja. Es ist halt alles sehr verwinkelt, sehr grün, schön im Sommer, sehr grün. Aber auch, wie gesagt, man sieht halt nicht weit und nachts schon gar nicht. Es ist halt sehr düster dort. Unser Feingefühl hat wieder nahe angeschlagen. Mhm. Unser Andrea Meter. Ja. Und also ich muss ehrlich sagen, ich habe auf einmal das Gefühl gehabt, mir schnürt irgendwas den Magen ab. Und wollt eigentlich nur noch weg. Gut, das haben wir ja dann gemacht. Ja, dann zusammengepackt und dann das Beck ist so in uns gegangen. Ich muss auch sagen, dort haben wir es auch sehr deutlich verstanden. An der Enden. Also da war es sehr deutlich, ja. Ne, dass wir gehen sollten, geht jetzt endlich. Und ich glaube, die Lieben war auch sehr verzweifelt gewesen, was ich das endlich verstehen und die Biege machen. Also. Ja, also. Wie gesagt, die wissen, vor was sie uns gewarnt haben. Es ist auch schon, wie ihr zwei gesagt habt, es ist halt, man versteht es nicht. Mhm. Vielleicht 5, 6, 7% steht man vor Ort. Ein bisschen schon. Na, da ist man schon wirklich gut.
Und dann ist es wirklich erstaunlich, wenn man dann das jetzt mal die Auswertung und man hört das schon viel weiter vorne dran und die haben halt gar nicht drauf reagiert. Ja. Aber in diesem Sinne hoffe ich, der Film hat euch gefallen. Ihr seid nicht so geschockt, wie wir es waren. Gut, man kann halt die Stimmung ja nicht drüber gehen. Nein, leider halt nicht. Es gibt noch keine Stimmungssense. Das kann man halt leider nicht. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle wünsche ich euch noch alle ein schönes Halloween. Feiert nicht so arg. Ich habe meistens einen dicker Kopf. Und noch eine angenehme Nacht. Ciao. Ciao. Tschüss.